Herzlich willkommen, allen Freunde. Heute suchen wir den legendären Regenbogenfisch, der 800 Sternis wert ist, Leute. Den suchen wir heute. Oh, sogar zwei dieser komischen Schwimmkäfer. Genau. Der ist super selten, ne? Hust, hust. Wir haben 35 Köder. Die werden wir heute alle benutzen. Und ich hoffe, wir kriegen ihn heute. Und normalerweise gehen die immer nach links. Genau, wusste ich's doch. Oh Gott, die Stelle hier ist blöd. Ich glaube, ich suche mir gleich erstmal eine andere Stelle, wo ich besser angeln kann. So, komm mal her hier. Ach, Mann, ey. Oh, Regenbogenfisch. Ich hoffe, du kommst heute mal ein bisschen schneller. Da haben wir einen Kampffisch. Wir gehen... Oh! Da haben wir noch einen Fisch. Ich weiß auch gar nicht, welche Größe der hat. Oh, Regenbogenfisch, bist du es? Komm, komm her, Kleiner. Aber wir fangen ja hier eh alles. So, ein Neonsalmer. Diese Dinger, die gehen mir auf den Keks, deswegen gehe ich mal hier hin. Also für den Fluss braucht man ja eigentlich keine Dinger hier. Weil eigentlich spawnt hier überall ein Fisch. Keine Köder. Aber wir benutzen die trotzdem ab jetzt. So, hier, bitteschön. Köder. Köder, Köder. Okay, ja, war mir klar, dass das zu spät war. Oh gut, hat noch gepasst. Ich habe jetzt mit Star Wars Resistanz oder so angefangen. Ich habe den Titel gerade nicht so wirklich im Kopf. Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Ich habe die erste Folge durch, bin jetzt fast mit der zweiten durch. Und da geht es halt um so einen kleinen Jungen, der ein Spion des Widerstands wird. Und bei so einem... Gott, so ein Rennen mitmacht, ja, mit diesen Fliegedingern da, mit solchen Luftschiffen. Finde ich ganz cool. Sowas hätte ich auch gerne von Harry Potter, so Quidditch-Mannschaft. Eine ganze Serie nur um irgend so ein Quidditch-Team, so wie Captain Tsubasa, nur mit Quidditch. Das fände ich auch mega cool, oder so was ähnliches halt. Aber Harry Potter macht ja leider nicht so viele Serien wie Star Wars. Finde ich schade. Finde ich echt schade. Da kommt gleich ein Geschenk wieder. Schön. Ach komm, hier. Jetzt aber. Tada. Das ist ein... Ja, ein... Ach, das ist der Regenbogenfisch. Ach, das ging ja wieder... Ratzfatz, Leute. Ratzfatz geht das. Ja, cool. Ja, damit ist die Folge eigentlich schon wieder vorbei. 3 Minuten 30 habe ich gebraucht. Super. Finde ich perfekt. Dann können wir jetzt noch irgendwas anderes machen. Auspacken. Sicherheitsweste tragen. Oh, cool. Wir gehen jetzt zu Tina und sie. Ach ja, guck mal hier eben auf der Karte. Unten sind schon 5 Stück. Das Haus unterm Teich oben, das kommt dann morgen dann nach unten. Also wird dann morgen unten sein. Dann können wir rechts dann morgen schon mal den Berg bauen. Und ja, das wird ein Spaß, Leute. Das wird ein Spaß. Obwohl die... Ach nee, die zwei Häuser müssen uns, glaube ich, nicht stören. Ich glaube nicht. Ja, gut. Ne? So, dann gehen wir eben zu Tina und Sina und dann gleich zu Nepp und Schlepp. Der Rühmpreis bei Nepp und Schlepp ist 80. Da brauche ich gleich nicht nachzuschauen. Hi, grüß dich. Willkommen in unserer Schneiderei. Unsere geschneiderte Mode. Ja, yeah, cool. Cool. Oh, ich mache mal heute Bratkartoffeln, glaube ich. Ich habe nämlich Zwiebeln, weil gestern... Meine Heimatstadt. Oh, die ist auch cool, die Schlupfjacke. Die gefällt mir. Dazu vielleicht was Rotes. Die Abendkleider, die finde ich so komisch.
Gebirgsoutfit hole ich mir gleich. Eine Koboldmütze. Sehr schön. Und natürlich Socken sollte man auch mal zwischendurch kaufen. Ich weiß nur nie, welche ich schon habe und welche nicht. Okay, kaufen. Ja, zur Kasse gehen. Nein, nicht tragen, nicht tragen. Vielen Dank, ich schicke deinen Einkauf per Post. Super, ich will noch das Gebirgsoutfit haben. Danke. Genau, ich war gestern in meiner Heimatstadt. Ich habe meiner Mutter vorher gesagt, sie soll Zwiebeln kaufen, falls es welche gibt. Weil ich ja Pech hatte. Hat sie gemacht, finde ich sehr, sehr nett. Auf jeden Fall, sehr, sehr nett. Naja, was sollte sie auch sagen? Nein? Hallo? Ich glaube das hier. Ja, zur Kaske. Ja, ja, können wir mal tragen. Sieht lustig aus. Ja, super. Die Mode-Ikone am Start. Wieso ist das hier eigentlich blau? Das gab es so nicht im Blau. Ist gekauft. Das ist ja hier wieder verarsche, Tina, ja? Du verarscht mich ja. Die Farbe gab es nicht im Shop. Gab es nicht im Shop. Es hat außerdem gerade geregnet. Das heißt, ich muss die Blumen nicht gießen. Das ist immer das Beste, Leute. Und ich muss die Blumen bis morgen dann auch alle abreißen, damit wir dann hier auch bauen können. Und den... Na, den Fluss weiß ich nicht, ob ich den verschieben muss. Aber müssen wir mal gucken. Müssen wir einfach mal schauen. Genau. Wir wollten hier hoch. Der Aufgang muss da hinten noch weg. Stimmt. Oh, wisst ihr, welches Spiel ich gerne auf der Switch hätte? Okay, da gibt es mehrere, aber eines wäre My Sims Kingdom. Das fände ich so cool. Da musste man immer die Häuser für die Leute dann bauen. Mit den entsprechenden Items und so. Das fand ich echt cool. Eine Edelgeige. Oh, die kaufe ich mir. Die ist hübsch. Die ist sehr schön. Oh, ich liebe ja Violine und so. Geigen. Oh, das ist meins. Das ist meins. Nehme ich auch. Boah, teuer hier heute alles, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ein Flechttischchen. Boah, ist echt alles teuer hier. What the... Ne. Alter Schwede. Was ist eigentlich los mit diesen Pandas? Wieso gibt es so viele Pandas? Also ich verstehe das noch nicht. Sind die jetzt so berühmt oder wie? So berühmt. Schieferboden habe ich wahrscheinlich schon. Ich war auch bei Akesa, die hat mir einen Wüstenboden gegeben. Ja, war sehr schön. Sah sehr gut aus, tatsächlich. Sah sehr gut aus. Und wir hatten auch ein neues Rezept bekommen für irgendwas mit Blumen. Aber es wird mir hier nicht mehr angezeigt. Ah doch, da. Blumengebinde aus Unkraut. Sehr, sehr hübsch, Leute. Sehr, sehr hübsch. Ja, Leute. Wir sind bei 8 Minuten. Ich würde sagen, ich habe mein Ziel erreicht. Jetzt haben wir alle Fische, die es gibt im Mai. Müssen wir uns keine Sorgen machen. Das Einzige, was mir immer noch fehlt, ist dieser Quastenflosser. Aber dafür müsste ich mal mehr im Regen angeln. Und der Regen ist leider heute auch wieder schnell weg gewesen. Deshalb, ja. Ne, will ich dann einfach sagen, wir sehen uns morgen wieder, wenn wir die Insel umbauen. Ja. Dann au revoir, Leute. Au revoir.